Du scheinst ja wirklich Feuer und Flamme für Axanthor zu sein. Bemerkenswert. Aber das tut nichts zur Sache. Perla hat mir strikt aufgetragen, niemanden in der Nähe von Axanthor zu lassen. Wenn nötig, werde ich dich zusammen mit meinem Viscora von hier vertreiben. Ja, dann weiß ich doch mal, was ihr könnt. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal Brian's Corner mit einer weiteren Folge des Let's Plays zu Pokémon Legenden Arceus auf der Switch. Ja, ich habe jetzt die Karte hier noch offen. Wir sind jetzt hier im Innerwald inzwischen angekommen. Und ja, ihr könnt hier sehen, ne, wir haben jetzt hier nochmal weitere unbekannte neue Pokémon, die sich hier aufhalten. Da vorne ist zum Beispiel ein Enton und ich würde eigentlich es gerne mal mitnehmen. Jetzt will ich aber nochmal eben nachschauen, denn ich möchte eigentlich mal gerne ein paar Pokebälle herstellen. Jetzt muss ich nur mal kurz überlegen, wie funktioniert das? So, was hätten wir denn hier? Ja. Aber ich muss doch irgendwie... So, da ist die Handwerkskiste herstellen. Das sieht doch gut aus, oder? So, jetzt stellen wir erstmal hier ein paar Pokebälle her. 42 können wir maximal machen. Die machen wir dann auch mal. So. Hätten eigentlich auch mal einen Schwerball herstellen können, ne? Wir versuchen einfach mal unser Glück. Ja, da haben wir uns auch gefangen. Sehr schön. So, da vorne ist auch noch ein Haspirohr. Versuchen wir auch das mal irgendwie. Ah, ist zu kurz. Ich weiß auch gar nicht. Kommen wir eigentlich... Ah, jetzt läuft natürlich weg, ne? Das ist klar. Das war natürlich klar. Ja, ich glaube, das ist jetzt dann doch etwas zu weit weg. Naja, sei es drum. Wir werden sicherlich nachher noch genügend fangen. Ist das Wampel da am Schlafen? Das ist schön am Ratzen, ne? Glaub, das können wir auch bestimmt einfach einfangen dann, oder? Wenn die schlafen. Ja. Und erst recht, wenn es Level 4 Pokémon sind. So, Nana Beere. So, was geht jetzt hier oben ab? Ja, okay, also ne, ihr seht es auch hier, sobald es ein klein wenig steiler wird, würde es auch ein bisschen schwieriger dann auch entsprechend hochzukommen. Oh, da ist ein Batribi. Okay, nun gut. Dann mach mal Biss. Ich würde sagen, wir werfen jetzt auch mal einen Pokéball drauf. Ja. Sehr schön. Ich frage mich, wenn die da oben so glänzen, ne? Kommen dann mehr? Noch nicht mal annähernd das Teil getroffen.
Aha. Aber da ist das nur ein Zeichen dafür, dass ein Stern Staub enthalten. Sie glänzen doch jetzt vorher nicht so krass, oder? Ich weiß es nicht. Naja, sei es drum. Wir gehen jetzt mal hier hoch und sprechen die Person da vorne an. Ich bin Topin, Mitglied des Perlclans und Wächter von Axanthor. Oh, ich weiß schon, du bist hier, um eine Audienz bei Axanthor zu erbitten, oder? Natürlich bist du das. Ist ja auch völlig verständlich. Immerhin ist das ohnehin schon überwältigend mächtige Axanthor jetzt noch überwältigender und mächtiger geworden. Leider ist das aber auch der Grund dafür, dass ich dich nicht zu ihm lassen kann. Es ist schlicht und ergreifend zu stark. Der gewaltige Blitz, der es neulich getroffen hat, muss es mit der Macht des ehrwürdigen Sinnoh erfüllt haben. Ach komm. Du scheinst ja wirklich Feuer und Flamme für Axanthor zu sein. Bemerkenswert. Aber das tut nichts zur Sache. Perla hat mir strikt aufgetragen, niemanden in der Nähe von Axanthor zu lassen. Wenn nötig, werde ich dich zusammen mit meinem Viscora von hier vertreiben. Ja, dann sag ich doch mal, was ihr könnt. Ha. Dabei tue ich das doch nur zu deinem eigenen Wohl. Traurig, dass du das nicht erkennst. Auf ihn mit Geschleim, Viscora. Das ist natürlich nicht gut, ne? Das ist überhaupt nicht gut. Komm, wir holen mal das Shinox ran. Ja. Das sieht doch ganz gut aus. Tja, was sagst du jetzt, mein Freund? Das kann nicht sein. Meine Niederlage ändert aber nichts daran, dass ich dich nicht zu Axanthor lassen kann. Es würde dich in 0, nichts zu Kleinholz verarbeiten, wenn du in seine Nähe kommst. Normalerweise beruhigt es sich immer, wenn man ihm seine zwei Lieblingsspeisen als Opfergaben darbringt. Aber momentan komme ich nicht einmal als sein treuer Wächter nah genug an Axanthor heran, um es ihm zu geben. Ja, ein Außenseiter wie du hätte erst recht keine Chance. Es heißt, das ehrwürdige Sinnoh gewährte den Vorfahren von Axanthor, Damitür und ihresgleichen vor langer Zeit große Macht. Mit deren Hilfe beschützten sie Pokémon und Menschen gleichermaßen. Ohne diesen Segen könnte der Perlclan heute nicht in Hisui leben. Perla? Axanthor ist also noch stärker geworden. Dann ist es jetzt eine regelrechte Bedrohung. Was, wenn der seltsame Blitz, der es getroffen hat, von diesem falschen Sinnoh geschickt wurde, das der Diamantclan verehrt? Für den Perlclan ist Axanthor ein sehr bedeutsames Pokémon. Ich kann sein Schicksal doch unmöglich in die Hände eines Außenseiters legen. Aber von diesem Gedanken muss ich mich wohl verabschieden. Je früher Axanthor besänftigt werden kann, desto besser. Wenn wir es nicht davon abhalten, noch mehr Menschen und Pokémon zu verletzen, wird es irgendwann zu Konflikten mit dem Diamant-Clan und der Galaktik-Expedition kommen. Hey, Fremder aus dem Himmel. Bist du dir sicher, dass diese Galaktik-Expedition diese Angelegenheit regeln kann? Das kriegen wir sowas von hin. Na schön.
Topin und ich werden die Lieblingsspeisen von Axanthor besorgen. Währenddessen suchst du eine Methode, mit der wir es besänftigen können. Durchkämme jeden einzelnen Winkel von Hisui, wenn es sein muss. Ja. Das werden wir auf jeden Fall machen. Erstmal klingelt unser Telefon. Durch eine mysteriöse Kraft kannst du im Handumdrehen zu den Basislagern zurückkehren. Mhm, alles klar. Jetzt können wir auch die Schnellreise durchführen. Das ist natürlich auch praktisch. So, gibt es sonst jetzt noch irgendwas für uns hier zu entdecken? Hier sind noch weitere Pilze. Das ist ein Siechlor. Jo. Wir versuchen das mal. Nein! Das war zu weit. Nein! Was mach ich denn da? Boah, ey, wie lost kann man eigentlich sein, ey? Ich kann mir auch vorstellen, dass das Siechlor jetzt irgendwie uns nicht freundlich begegnen wird. Aber ich würde zumindest versuchen, es mal... Nein, was mache ich denn? Oh, jetzt haben wir verkackt. Jetzt haben wir verkackt. Jetzt ist der Zug abgefahren. Man hat einfach nur wüsste, welches Level die auch hier haben, ne? Also... Ja, da vorne ist noch ein weiteres. Wir könnten vielleicht das mal probieren zu fangen. So, hier ist erstmal nichts, ne? Jo, da ist ein Elite-Sichlor. Ja, ich glaube, das brauchen wir erst recht nicht jetzt anzugehen. Weil da kriegen wir... Ne, ich glaube, wir laufen jetzt einfach mal. Ich glaube, das ist das Beste, was wir hier machen können. Nehmen zumindest mal hier die Beeren mit. Jo! Oh, langsam. Hä? Achso, die Tasche ist voll. Ach nee. Ja, ich würde sagen, wir laufen erstmal. Nehmen jetzt erstmal hier ein paar Pokémon mit. Denn... War das wieder zu hoch, ne? Ich weiß auch nicht, also das mit dem Pokébälle schmeißen, da kriege ich auch nicht so richtig hin, ne? Das kriege ich auch nicht so richtig auf die Kette. So ein Haspirohr würde ich aber gerne noch fangen, weil das fehlt uns ja noch. Vielleicht könnten wir jetzt hier irgendwo uns verstecken. Sag mal, schläft das da im Wasser oder was macht das? So, jetzt bin ich mal gespannt. War jetzt auch nicht so schwer, ne, oder? Das war jetzt auch nicht so schwer. Zumindest mal versuchen hier vorne. Na. Zack. In dem Fall ist mir tatsächlich auch der Name schon wieder entfallen. Ne? Papinella ist ja das andere Pokémon. Ja, das hatte jetzt auch schon Bock zu kämpfen. Daher. Naja, tun wir uns
einen Gefallen damit, wenn wir hier weiterlaufen. Da vorne sind noch Zubats. Die wollen wahrscheinlich auch kämpfen. Woran kann ich denn erkennen, welches Pokémon jetzt mit uns kämpfen möchte? Wenn die ein Ausrufezeichen haben? Ich weiß es nicht. Udox, da ist es. Dunkelhonig nehmen wir mal mit. So wie der Stein da steht, ne, kann ich bedenken, dass hier doch bestimmt auch irgendwie sich ein Elite-Pokémon noch aufhält, oder? Okay, ist aber nichts da. So, da vorne ist nochmal ein Wadribi. Ah, hier sind mehrere, alles klar. Ist denn hier irgendwo ein weibliches? Das hat nämlich quasi diese Zunge, ne, in der Mitte. Und das könnte man auch weiterentwickeln. Okay, alles klar. Ich würde sagen, wir checken nochmal zumindest hier die Ecke ab. Und gucken einfach mal, was wir hier noch für Pokémon entdecken. Aha, Kinosro. Jo, Level 28. Ich glaube, wir sollten vielleicht wegrennen. Eventuell, ich weiß es nicht. Wir versuchen mal die Flucht. Schnell weg hier. Okay, wir haben jetzt zumindest die Aufgabe, dass wir ein Kinoso vom Baum, ja, fallen sehen müssen. Keine Ahnung. Dass man hier irgendwie alles entdecken kann, beziehungsweise muss. Boah, da vorne ist ein Schlaphor. Aber in dem Fall auch Elite, ne? Also, okay, wir sind wieder weg. Wir sind wieder weg, alles gut. Entspann dich, entspann dich. So, jetzt schauen wir mal. Wir können ja jetzt hier schnell reisen. Und achso, okay. Jetzt erstmal Graslandbasis, ne? Das geht aber schnell. Das geht zügig. Jupp. Hello. Wie laufen deine Untersuchungen zu Axanthor? Alles im grünen Bereich? Ja. So. Deine Lieblingsspeisen würden es also beruhigen, sagst du. Darüber muss ich in meinem Büro nachgrübeln. Leitest du mir Gesellschaft? Jupp. So, das sind jetzt erstmal wieder die Pokémon, die wir jetzt hier gefangen haben. Gibt auch wieder ein paar Poké-Dollar das Ganze. So, schauen wir mal, wie viele EP-Punkte das bringt. Ja, jetzt brauchen wir noch 800, also steht noch einiges auf dem Plan. Gehen wir noch einmal die Informationen durch, die du von Perla und Topin erhalten hast. Das in Rage geratene Axanthor hat sich früher mit seinen zwei Lieblingsspeisen beruhigen lassen. Könnte es sein, dass durch die Kombination beider Speisen ein bestimmter Duft oder gewisse Bestandteile entstehen, die eine besänftigende Wirkung auf Axanthor haben? Aber wenn sich ihm in seinem jetzigen Zustand nicht mal sein Wächter nähern kann. Ja, das wird schwierig, ne? Bitte gib mir etwas Zeit zum Nachdenken. In meinen Unterlagen muss es doch irgendwo einen Anhaltspunkt geben. Jetzt gleich mal klingen. Natürlich. Oh, that's it. Das ist es. Wir werfen sie einfach. Oder genauer gesagt, du. Dein Wurftalent hast du ja schon bewiesen. Ach gut, das ist jetzt nicht so der Oberkracher.
Warum also solltest du Axanthor seine Lieblingsspeise nicht einfach zuwerfen? Und wie machen wir das? Ich werde die Technologie zur Herstellung von Pokébällen nutzen, um die beiden Zutaten zu einer runden Kugel zu formen. Diese Kugel sollte dann ihre besänftigende Wirkung entfalten können. Ich taufe sie auf den Namen Entspannungskugel. Wäre Lavenkugel nicht ein besserer Name? Aber das hört sich doch so an, als würde jemand mich werfen. Die beiden Lieblingsspeisen von Axanthor besorgt jedenfalls der Perl-Clan für uns, richtig? So sieht sie nämlich aus. Du solltest jetzt zum Baumriesenkampffeld zurückkehren und den Perl-Clan von unserem Vorhaben in Kenntnis setzen, Jupp. Wenn du zum Baumriesenkampffeld möchtest, würde es sich empfehlen, erst zur Anhöhebasis aufzubrechen. Und dann können wir wieder rüberlaufen, oder was? Komm hier, mach mal die Tasche größer, denn wir ja vorhin schon wieder das Vergnügen, einige Items nicht einpacken zu können. So, jetzt wieder 1000. Was? Naja, wir haben ja genug Dollar. Jetzt bin ich mal gespannt, was die nächste Stufe kostet. 1500. Komm, nehmen wir auch noch mit. Die nächste wird wahrscheinlich 2000 kosten. Da würde ich sagen, das nehmen wir auch noch einmal mit. Ja, da ist es 2000. Komm, was kostet die Welt? Was kostet die Welt? So, jetzt reicht das auch erstmal. So, es geht wieder raus. Ich muss zugeben, der Galactic Hope ist wirklich ein beeindruckendes Bauwerk. Hey, ich habe gute Neuigkeiten für dich. Aber bevor ich mich in langen Erklärungen verliere, demonstriere ich es dir lieber. Lass uns zu eurer Anhöhenbasis gehen oder wie auch immer ihr den Ort genannt habt. Jetzt bin ich mal gespannt. Mhm. Okay. Nee. Ich habe damit hier erklärt, dass du das gesamte Grasland auf der Suche nach einer Möglichkeit durchkämpfst, das in Rage geratene Axanthor zu besänftigen, Jupp. Und das als jemand, der weder dem Perl-Clan noch dem Diamant-Clan angehört, sondern sich bloß durch den Riss im Raumzeitgefüge zu uns verirrt hat. Und wie du siehst, scheinen deine Bemühungen es nicht kalt zu lassen. Das solltest du zu schätzen wissen. Damit hier hat dich für würdig befunden. Ich sollte dir wohl die Flöte übergeben. Mhm, Jona, wärst du so gut? Kommen wir jetzt etwa unser Reittier. Spitz die Ohren. Was jetzt kommt, ist sehr wichtig. Den Sound kennt man doch. Nö. Das Instrument, auf dem Jona gerade gespielt hat, ist eine Elysienflöte. Damit kannst du damit hier herbeirufen, um auf ihm zu reiten. Das finde ich schon mal gut. Den Überlieferungen nach waren diese Flöten ein Geschenk des ehrwürdigen Sinnoh. Und nun gehört diese hier dir. Ja, mit dieser Flöte kannst du besondere Pokémon herbeirufen, die dir als Reit-Pokémon dienen. Sie erzeugt einen wundersamen Klang. Ist nicht der Rede wert, ich kann mit einer Flöte sowieso nichts anfangen. Versuch doch mal, die Melodie von eben nachzuspielen. Jetzt kommt ja irgend so ein Gegurke bei raus.
Naturtalent, würde ich mal sagen. Ja, damit hier hat sich deine Melodie eingeprägt. Okay, jetzt haben wir die Hirntafel von Damitir erhalten. Dieser Steintafel wohnt die Energie des Typs Psycho inne. Wird sie auf ein bestimmtes Pokémon angewendet, erlangt es die Kraft des Typs Psycho. Ja. Dank der Elisenflöte wird dich Damitir geschwind durchs Land tragen. Also, worauf wartest du? Du willst doch schließlich Axanthor beim Baumriesenkampffeld besänftigen, oder? Das war der Plan. Auf Damitirs Rücken kannst du das Grasland im Nu durchqueren. Ja, jetzt können wir das Damitir rufen. Indem du den Plusknopf drückst, kannst du ein Reit-Pokémon zu dir rufen und dir seine Fähigkeiten zunutze machen. Beachte, dass du auch während eines Ritts von wilden Pokémon angegriffen oder von hohen Orten herunterfallen kannst. Das ist gut zu wissen. Zack. Jo, das geht aber. Das geht aber flott. Das finde ich nice. So. Ballonjagd. Okay, was geht hier ab? Du bist vom Forschungsdruck, oder? Dann kannst du doch sicher auf Pokémon reiten. Ja, seit kurzem, ja. Hättest du Lust auf Ballonjagd zu gehen? Das ist ein Spiel, das ich mir ausgedacht habe. Du reitest dabei auf ein Pokémon und versuchst möglichst viele Ballons zum Platzen zu bringen. Versuche zunächst mindestens 17 Ballons zu erwischen. Du findest mich hier, wenn du auf Ballonjagd gehen willst. Okay. Ja, ist gut zu wissen. Habe ich aber jetzt irgendwie kein Interesse. Jo. Ich frage mich auch, ob sich die Standorte... Okay, das Parasect ist immer noch da. Ob sich die Standorte prinzipiell ändern. Aber in dem Fall ist das Parasect auch noch da. Hier sind auch nochmal kleine Zipphäuser. So, wir können das Ganze noch ein bisschen beschleunigen, wenn wir hier die B-Taste drücken. Können auch wohl springen. Wenn wir die Y-Taste drücken. Na ja gut, das ist natürlich auch wieder ein Game-Changer, ne? Ganz klassisch. Mit so einem Reittier durch die Gegend zu juckeln. Das macht es natürlich etwas einfacher. Und natürlich auch schneller, das ist klar. Kann ich denn auch hier... Die Items hier auf dem Boden? Ah, okay, die kann ich auch direkt hier einsammeln. Das finde ich sehr schön. Muss also nicht erst noch irgendwie absteigen. So, da ist wieder ein Siechlor. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier rüber. Ja, das finde ich schon mal nice, dass wir jetzt auch so früh im Spiel jetzt auch das Reittier bekommen haben, weil das... Das ist natürlich hilfreich. So, da vorne ist wieder Topin. Den würden wir jetzt gleich auch ansprechen. Das aber machen wir in der nächsten Folge. Das heißt, wir legen hier eine Pause ein. Wie gesagt, im nächsten Video geht es an der gleichen Stelle weiter. Wenn euch dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einmal den Gefällt mir-Button drückt. Wenn ihr in Zukunft keine weiteren Videos hier verpassen wollt, dann abonniert auch gerne den Kanal. Das war es erstmal soweit von mir. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Habt noch eine gute Zeit. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao.